Ja, hi, willkommen. Mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir das letzte Dungeon mehr oder weniger, glaube ich, abgeschlossen. Wir sind vom finalen Kampf, oder? Und ja, während Rose hier gerade ein Foto von mir und diesem Monster macht, bereite ich mich seelisch auf den Kampf vor gegen diesen Viech. Und ich habe mich wieder heilen können, ohne dass ein Skit aufploppt auf Screen. Und ja, ich versuche mal ohne Essen, ob ich den schaffe. Und dann gucken wir mal. Zack. Amit. Erste optionale Boss, den wir hier erledigen. Im Final Dungeon, der nicht so stark aussieht auf den ersten Blick. Verdammt, Amit. Ah, Entschuldigung, ich muss das einfach mal gesagt haben. Also. Verdammt, Amit. Okay. Er ist halb Krokodil, glaube ich. Oh nein, armes Koko. Er weint ja. Ich würde es ihm ein bisschen in den Arm nehmen. Komm her, Schätzchen. Ist schon in Ordnung. Ja. Was haben wir jetzt? Oh ne, der kann tauchen. Oh ne, der macht bei wenig Schaden. Guck mal, was ist denn? Noch mehr Probleme als Odin. Boah. Aber natürlich muss ich wieder darauf achten, dass meine Charaktere nicht fallen. So wie beim Jesus-Ausgeben, also. Oh, Crystal Tower. Komm mal her. Oh, Schwertreden. Alpha Omega. Oh man. Der ist ein Problem. Ja, ich dachte, wir sind aber Feuer. Aber Feuer ist auch sehr gut anscheinend. Mal lieber zu denen. Ich habe das Gefühl, das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich habe so das Gefühl, Feueramortisierung macht voll viel mehr Schaden. Wo die Windamortisierung selbst aus Zabet besteht. Wir hatten eine riesige Angriffskraft. Das verstehe ich schon, oder nicht? Ja, ich glaube, ich brauche 6, ne? Ja, bis jetzt läuft der Kampf noch. Sehr schön. Heil dich mal. Mit, du kannst dich nicht heilen, dann heil ich mich eben. Ja, dann. Der Angriff war ja voll in Zeitlupe. Irgendwie mag ich die Feueramortisierung in letzter Zeit, oder? Setz sie verdammt oft ein, hab ich das Gefühl. Okay, Amortisierung am besten. Und schon wieder machen. Warum zieht manchmal der Angriff nicht ab? Oh, ich gehe kein Risiko ein, ich weiß nicht, wieder, was hier passiert. Ich bin kurz davor, ihn zu besiegen und der macht mich fertig. Aber der Kampf ist so einfach. Bis jetzt. Nein, sag doch, ja, lässt euch hier noch fertig machen. Ihr Schmerzschrei, ne? Aber voll von blöd. Enden wir also in einem riesigen Meer von Flammen. Mein Gott. Hab schon wieder die Stimme von Dio. Er trinkt die Kugel und zerstört das Schirm. Ah, okay, wir kriegen noch für jeden Charakter hier so ein Ding, nehme ich an. Der einzige Schirm, der mit einem Schirm, der mit anderen Schirmen verschmelzen kann, seine Grundparameter werden sich allerdings niemals verbessern. Okay. Mehr AP bekommen, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Okay, sehr gut. Geil, ne?
Ja, ich weiß immer noch nicht, welchen Schmelztiegel du meinst. Also ja. Ja, jetzt weiter zum nächsten Boss direkt. Der hoffentlich genauso schillig wird. Drei Stück habe ich noch. Ich habe schon einmal Messer und einmal Schwert. Dann habe ich den Schirm. Weißt du, es fehlen noch drei Waffen. Aber ich habe nur zwei Bosse bis jetzt gefunden. Ja. Muss zu diesen Dingern immer hin. Oder sind vier Dinger, sehe ich auch gerade. Ich muss nach oben. So langsam kriege ich das Layout dieser Level hier gebacken. Ich muss nach oben, weil oben sind auch solche Dinger. Aber von da komme ich, glaube ich, nicht nach oben. Deswegen gehe ich erstmal auf die andere Seite. Und natürlich den Gegner schaffe ich jetzt auch. Weil sonst wird es sehr, sehr nervig. Ja, schon wieder ein Level ab. Wir sind ja schon wieder ein Level höher, also. Ja. Läuft ja hoffentlich. Bitte. So, da müssen wir jetzt hin. Ja. Was? Wo springen die denn alle hin? So, das Ding ist aber mit nichts verbunden, merke ich gerade. Also. Obwohl, außer unten vielleicht. Bin ich hier jetzt? Ich bin hier und hier gewesen. Das heißt, ich muss mal nach oben. Ja, so also langsam kriege ich es hin. So. Ist doch im Wind, Dingen irgendwas. Da war ja nichts. Da war doch nichts, oder? Oder bin ich jetzt ganz blöde? Nein, antwortet nicht darauf. So, dich kenne ich nicht. So, du bist, nehme ich mal an, Wind, also komm mal her. Boof. Hippogreif. Und du bist schwach gegen Feuer. Da kommt ja gerade perfekt. Beschreibung. Du bist auch nicht so stark, gut. Der Mann, der hier ähnelt dem Greif, gegen den wir vorhin gekämpft haben. Aber was soll das Hippo im Namen bedeuten? Das bedeutet einfach nur, dass dieser Greif besonders viel KP hat. Hast du das noch nicht bemerkt? Aber wenn ich ja nicht mal vorbeilaufe, sehe ich natürlich auch, der hat viel HP, ne? So, hast du... was? A-Verteidigung? Okay, ich dachte schon 11.000. Das wäre ein bisschen extrem gewesen. Dann speichere ich ihm 7 Dinger. Oder ich setze den ein. Wuff. Wenn du mal auf mich losgehen würdest, ne? Danke. Da kann ich auch wenigstens die Attacken hier ausweichen und den Kampf kontrollieren. Haben die auch voll mit Absicht gemacht. Da bin ich mir echt so ein. Mal eigentlich in dem Part alles schaffen, oder? Wenn nur so 3-4 Minuten immer dauern. Schon gleich 2 erledigt, dann haben wir erst 10 Minuten gleich. Da tun wir jetzt nicht sehr foolish unsere Mystikart einsetzen und tun unser SA schon aufsparen. Nicht mehr viel, sehr gut. Zum Glück habt ihr euch wieder amortisiert. Ich wünsche, das könnte man irgendwie in der Steuerung. Oh, okay. Dann setzt ihr eure Mystikart eben ein. Ich hätte nichts abgezogen hat. Was? Okay. Ich habe einfach nur gesehen, was irgendwas vom Boden oder so. Okay. Gesundheit hast du, okay. Gesundheit. Ich habe jetzt nicht gesehen, was ich bekommen habe. Abgenutztes Pendel, okay.
Das einzige Panel, mit dem alle anderen Panel verschmelzen kann. Ja. Deine Grundparameter ändern sich allerdings nicht. Ich weiß. So, okay. Ich habe schon so einen Plan, wie ich jetzt zu den nächsten Bären komme. Also wie ich das mitbekommen habe, sind wir jetzt in den unteren gewesen. Und haben beide abgeschlossen. Jetzt müssen wir die oberen nehmen. Nee, jetzt bin ich hier ober. Was? Ja, ich habe die beiden. Jetzt sind beide. Warte mal. Kein Plan. Ich gehe einfach von der anderen Seite dahin. Sagen, wenn du mich wieder umdrehst und mich triffst. So, obwohl das jetzt nicht so schwer war, gehe ich jetzt trotzdem mal speichern, weil wir haben zwei erledigt. Und möchte auf der sicheren Seite sein. Dann kommen wir ja sowieso wieder zum Anfang zurück, oder? Nee, wart. Okay, dann muss ich halt noch mal zurück oder auch nicht. So. Wieder kurz vom Level ab, geil, ne? War zum Teufel war das? Er ist durch die Wand gekommen, habe ich voll erschreckt. Soll ich nur Risk No Fun machen? Aber der Schweifung ist so nah, glaube ich. Nein. Jetzt noch mal hier durchgehen extra. Boah, aua. Orientierungsprobleme wieder. Man kennt es, man liebt es. Da, jetzt komme ich nach unten. Versuche den anderen Ort da zu reichen. Und ich hoffe, ich bin richtig. Denkst du einen Moment lang, du hast ja alles im Griff und dann so was. Star. Zack, hier richtig. Glaub ja, ne? Hört mich nicht mal am Ohr kratzen, ohne dass irgendwann auf mich zugerannt kommt. Okay, wenn ich nach unten gegangen bin und so zu den einen beiden gekommen bin, dann muss ich nach rechts gehen, ne? Die anderen beiden zu erreichen, nehme ich an. Ach, so weit. Oh Gott. Warum ist ja kein Herrscher des Landes, ehrlich. Ist doch nur ein bisschen Bosheit hier. Okay. So, 14 Minuten. Gut. Läuft gut. Aber wenn ja, die anderen beiden werden wir ja ausschaffen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einige von denen stärker sind als die anderen. Bitte lass mich da richtig sein. Bitte lass mich nicht gegen den kämpfen. Danke. So, da komme ich hin. Das war richtig locker. Nächstes Mal nicht. Da komme ich, glaube ich, auch hin. Irgendwie. Boah, diese blöden Geister. Jedes Mal.
Doch, nehmen wir direkt vor mir auf, die blöden Viecher. Ich würde gerne voller AP haben, auf dem Weg zu dem. Okay, wollte schon sagen. Mich würde echt mal interessieren, wie wenig HP unsere Charaktere hätten, wenn wir nicht die ganzen Kugeln hätten. Ja, glaube ich, ein bisschen extrem, ne? Wahrscheinlich irgendwie nur so 1000 KP oder so. So. Was? Boah, echt? Mann, ich hasse diesen Ort. Ey. Wie habe ich das schon wieder geschafft? Boah. Was? Wie habe ich das geschafft? Wow. Ey. Hey. Da bin ich ja voll nach dem Schema gegangen, ne? Dachte, ich hab's voll drauf. Dann sowas. Komme ich zu denen dann hin? Bitte keine blöden Zufallskämpfe. So, komm, da ist die Tür doch, oder? Boah, du musstest mich nur erreichen, ne? Du konntest nicht anders, ne? Du musstest mir auf den Nerven gehen. Ja, wehe, dass ich nicht da eingang. Ja, okay. So, hier war ich aber noch nicht, ne? Ei, ei, ei. Ist das behämmert? Kann da nur mir passieren, dass ich hier wieder zum gleichen Ort hinkomme. Oh, hier. Manchmal war ich nicht auch schon im Feuerding? Oder? Ich bin jetzt ganz verwirrt. Nimm mal mit Cleo mit. Und Leila, du gehst auch mal weg. Ich mal denke, das Viech ist gegen Wasser anfällig, wenn es Feuer ist. Ja, ich wollte schon sagen. Aber bitte nicht so ein Magier. Kato Blepas. Du hast nicht viel, das macht mir irgendwie Sorgen. Du bist aber auch nicht so stark anscheinend. Ein verrückter Helion, der seinen eigenen Körper verletzt, um seine Werte zu verbessern. Ich meine, klar, wir alle können das nachvollziehen, aber ich ziehe mich jetzt langsam zurück. Aber ich mache dir auch selber Schaden, das wäre gut. Die 8000 AP schon mit dieser Verwandlung. So, muss es ja jetzt voll geile Abwehrwert haben, ne? Retna. So, heil dich, heil dich. Kann ich flüchten aus den Kämpfen, merke ich gerade. Ist ja sehr beruhigend. Aber warum machen die das? Tun die Verbindung auflösen? Und sich dann direkt wieder verbinden? Warum? Das ist eindeutige Doofheit. Okay. Diesmal nicht. Ich kann auch professionell spielen, ja. Ich will. Ja, ich geh mal weg von dir, wenn du nicht getroffen wirst. Okay.
Solange ihr euch nicht die Verbindung trennt, während ich wechsle, für ein paar Sekunden, ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Das war natürlich gegen Dings, oder? Ja. Jetzt mache ich mal Wind mit dem Wasserzeichen. Aber den haben wir auch. Schwer. Wenn wir jetzt nicht sagen, dass wir den letzten nicht schaffen, sondern dass wir Zeit nicht schaffen. Ich würde noch gerne diesen Part schaffen. Weil er hat irgendwie so unmenschlich viel auf, das Gefühl. Weil er nur die Hälfte der AP hatte wie die anderen beiden. Macht schon wieder im einen Augen gar keinen Sinn. Oh Mann. Oh nein. Oh, kannst du mal drauf gehen? Irgendwie sein, dass du so viel aushältst. Oh nein, wir werden ja alle getroffen. Ah. Jetzt komm. Geh drauf. Danke. Ja, brüchiges Papier. Gucken wir uns jetzt nicht an. Weil ich will... Wird er noch schaffen? Gucken wir uns jetzt nicht an, wie viel AP wir bekommen haben und so. In dem Gebiet war mal scheiße. Müssen wir nur noch hier raus. Und oben links war, glaube ich, der letzte. Wo blöde Wasserding ist. So, hier müssen wir noch hin, glaube ich. Also irgendwie jetzt da lang. Wir werden jetzt schon wieder getroffen werden von diesem blöden Teil, ne? Habe ich mir so gedacht. Und dann bin ich ausgewichen. Oh. Das ist so blöd. So, ich hoffe. Warte mal. Wie fängt man nur an? Boah, wie komme ich jetzt dahin? Oh nee. Oh, ist das nicht richtig? Oh, das Wasserding, ich glaube, ich weiß, wie ich da hinkomme. Aber auch im Weg speichern. Aber ich kann mich mit dem Teleporter da ein bisschen schneller hinbewegen. Ja, das mache ich. Werde wahrscheinlich noch mal angegriffen, ja, auf dem Weg dahin. Ja, das mal Gesundheits. So, wir gehen jetzt. Warte mal. Ah. So, gut. Und jetzt müssen wir, wir stehen genau davor, ausgezeichnet. Er ist gezeichnet. Nein! Oh ja. Yeah. Jetzt aber richtig. Yes, yes, erst mal dieser Brachiosaurus. Ähnliche Gegner. Du willst mich jetzt noch treffen, ne? Nein. Boah. Oh, ich wusste es. Ich wusste, dass hier noch irgendwo so ein Geist auftaucht. So. Ich kann mich ja durch den Dingern durch bewegen. Jetzt nimmst du das natürlich voll genau. Ich wusste, dass mir das Ding noch hier in den Weg kommt. Auf dem Weg zum letzten Gegner.
Meinst du nicht solche Faxen? Danke. Obwohl, muss ich jetzt auch nicht mehr. So. Nächstes Fähig. Letztes Fähig. Da gönnen wir uns noch was. Zum Beispiel hier Verteidigung. Komm her. Dinosaurier. Ehrlich. Die Dinosaurier waren eine Drachenart, die Welt beherrscht, und zwar vor aber Millionen von Jahren. Aber in ihren Hochmut haben sie einen schrecklichen Fluch des Eises auf sich gezogen, den ihr Untergang war. Okay. Ich mag Dinosaurier. Ja, da krieg ich einfach nur Dinosaurier-Eis, ne? Mach ich denn überhaupt Schaden? Ist aus wie eine Verbindung zwischen Stegosaurus und Brachiosaurus. Schwäche Erde. Mach ich doch. Und was betäubt, ne? Schade. Ist die ganze Zeit betäubt, was? Okay. Du hast ganz schön lange betäubt. Was? Einzelne Sachen angreifen? Was denn? Wäre der einzige Gegner, ne, bei dem das der Fall ist. Warum ist ausgerechnet bei dem Gegner jetzt so was Komplexes? Oh, was? Das machen wir nicht so faxen. Aber alle gegen Erde. Oh, haben wir nicht kaputt. Viermal Angriff. Okay, damit hätten wir das auch erledigt. Geil, was? Schön. Und ja, das Gespräch scheint auch hier auf die finale Schlacht hinzuweisen. 4500. Okay, wir kriegen HP dadurch. Weiß nicht. Sollen wir noch ein paar Kräuter und so geben? Dann haben wir ja noch hier Salbei. Die KP um 10. Gehen wir das mal hier und hier. Verteidigung um 2. Geben wir das Leila. Das braucht am meisten. Art Angriffskraft können wir auch Leila geben eigentlich. Oder Mikleo. Mikleo gib mal. Art Verteidigung. Du brauchst noch ein bisschen. Maximal KP um 15. Mag es nicht, wenn die AP ungerade sind, also lass mal. Die Angriffskraft um 3. Zabet. Eisenkraut, Verteidigung. Ja. Art Angriffskraft, auch nochmal mit Cleo. Art Verteidigung. Ja. Haben alle wieder 100 SK, sehr gut, ne? Gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge versuchen wir uns dann auf in die letzte Schlacht von Let's Play Tales of Zestiria. Also storymäßig. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge Let's Play Tales of Zestiria. Ich habe so das Gefühl, in den letzten Folgen sage ich das immer doppelt am Ende. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.